Mit 20, hallo, mit Licht macht Fernsehen viel mehr Spaß. Mit 20 Jahren hat er angefangen, Gitarre zu spielen. Und mit 27 steht er nicht nur bei uns auf der Bühne heute, sondern ist richtig erfolgreich unterwegs. Jacob Banks ist sozusagen zwischen zwei Kontinenten groß geworden. Afrika, Europa. Ist in Afrika, hat seine Jugend verbracht, in Nigeria. Und ist jetzt hier in Europa. Und der hat eine solche Soul-Stimme, unfassbar. Ja, wir sind gerade schon fast weggeblasen worden. Wir werden uns gleich mit ihm unterhalten. Er hat nämlich sein erstes neues Album. It's getting harder to breathe. Chain smoking your love. Jacob Banks, 27 Jahre alt. Markenzeichen, seine dunkle, kraftvolle Soul-Stimme. Für die wird der Brite mittlerweile international gefeiert. Stars wie Sam Smith und Alicia Keys nahmen Banks mit auf Tour. But it's your turn to talk for what I'm missing, yeah. Bis zu seinem 13. Lebensjahr wächst Jacob Banks in Nigeria auf. Dann zieht er nach England. Erst mit 20 bringt sich Jacob Banks selbst das Gitarrespielen bei. Jacob Banks schreibt sozialkritische Texte, zum Beispiel über Messerstechereien unter Londoner Jugendgangs. Seine Songs sind in Hollywood-Filmen und Computerspielen zu hören. Jetzt sein Debütalbum, Titel Village. Angelehnt an It Takes a Village, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Bis kommenden März ist Jacob Banks auf großer Tour. Diese Woche mit 4 Konzerten in Deutschland. Vorher aber auf dem Sofa, jetzt ist er bei uns. Guten Morgen, Jacob. Guten Morgen. Good morning, thanks for having me. Guten Morgen, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Wann hast du entdeckt, dass du nicht nur eine tiefe Stimme beim Sprechen, sondern auch eine richtig coole, bombastische Singstimme hast? Ich glaube so 25, maybe. Mit 25. Nein, so spät? Yeah, I started singing properly when I was like 21. Ich habe mit 21 angefangen zu singen auf dem Publikum, aber es dauert eine Weile, bis man versteht, was man da in der Kehle hat. Die Stimme also spät auch lieben gelernt im Verhältnis mit 25, aber du hast vor allem mit 20 erstmal angefangen, die Gitarre beizubringen. Bei YouTube kannst du mir verraten, wie das geht? Ich kann mich da selber nie disziplinieren, da auch dran zu bleiben. Wie hast du das gemacht ohne Lehrer? Es ist schwierig, really, ja, echt. Du musst wirklich dir die Zeit nehmen und du musst einfach die Sache lieben, die du da machst. Was mir geschah, war Folgendes. Wir wurden, bei uns gab es einen Einbruch und die haben bei mir alles geklaut, außer der Gitarre. Ich hatte also nichts mehr außer Gitarre spielen. Also, wenn du Gitarre spielen lernen möchtest, dann lass in dein Haus einbrechen. Okay. Aber bei YouTube lernen heißt ja, du hast keinen Lehrer, der dir sagen kann, du hältst das Griffbrett falsch, der kann dich nicht korrigieren, sondern musst du ja immer selber sehen, ne? Der schwierige Teil daran ist, du kannst niemand um Hilfe bitten. Also wenn du es nicht selber rauskriegst, dann kriegst du es nicht raus. Jetzt habe ich ja Freunde, die sind Musiker und die helfen mir. Die helfen mir, besser zu werden. Du bist mit 13 aus Nigeria in Großbritannien angekommen. Das ist ja nicht nur klimatisch eine totale Herausforderung, natürlich auch ein schwieriges Alter. Wie hast du das alles so verpackt, zu sagen, Heimat weg und dann auch wirklich ins regnerische Großbritannien? Das Wetter war nicht so schön, ja. Aber es gibt ja Sachen, die sind in jeder Kultur gleich. Zum Beispiel die Liebe zu Sport, die Liebe zu Musik. Und du versuchst also, deine Leute zu finden. Und das hilft dir auch, Leute zu finden, die mit dir auf einer Ebene sind. Beim Sport ist ein gutes Stichwort auch. Deine Musik ist in Computerspielen drin. FIFA-Spiel zum Beispiel. Auf was bist du mehr stolz? Dass deine Musik läuft in einem Hollywood-Film, in einer Serie oder bei Computerspielen für junge Kids? Ich glaube, Computerspiele. Ich bin ja der beste FIFA-Spieler. Du kennst mich noch nicht. Ey, wir hätten you don't know me. Du kennst mich nicht. Ich bin der beste FIFA-Spieler der Welt. Also Computerspiele sind immer eine schöne Sache. Wir hätten so ein Ding dahinstellen sollen. Wir hätten zu dritt gegeneinander spielen sollen. Das ist für die Zuschauer aber relativ langweilig, muss ich sagen. Ja gut, aber... Aber gut, sei es drum, ne? Ja. Ganz kurz noch die Frage, dein erstes eigenes Album rausgebracht. Wie viel von beiden Heimaten, die du hier hast, ist da mit draufgekommen? Ich versuche immer, alles zu feiern, was mich zu der Person gemacht hat, die ich bin. Ich bin ja in Nigeria aufgewachsen, aber auch in Großbritannien. Beides hat mich beeinflusst. Und darauf bezieht sich der Titel Village. Ich habe wirklich versucht, mit meiner Musik das zu feiern, was uns als Menschen zu wunderbaren Wesen macht. Wir haben so viel, was uns ausmacht. Und das versuche ich hier so darzustellen, wie ich es kann.
Jacob Banks, der zweitbeste FIFA-Spieler nach Susanne Link. Wissen wir nicht genau, aber mutmaßen wir. Vielen Dank für den Besuch heute im MoMA. Nachher in einer Stunde live hier auf der kleinsten Fernsehbühne. Vielen Dank, schön, dass Sie hier sind. Jetzt der Neben dem Wort Soul-Stimme könnte im Juden zum Beispiel auch sein Foto sein, denn es ist einfach ein wunderbarer Sänger, einer, den man sich merken sollte. Der ist jetzt schon sehr erfolgreich, hat mit 20 tatsächlich erst sich die Gitarre selbst beigebracht und uns eben im Interview gesagt, dass er mit 25 eigentlich erst so richtig registriert hat, hey, ich habe auch echt eine besondere Stimme und sollte mehr damit machen. Und jetzt ist er 27, steht hier im ARD-Morgenmagazin und hat sein erstes Album dabei. It's getting harder to breathe. Jacob Banks, 27 Jahre alt. Markenzeichen, seine dunkle, kraftvolle Soul-Stimme. Für die wird der Brite mittlerweile international gefeiert. Stars wie Sam Smith und Alicia Keys nahmen Banks mit auf Tour. Seine Songs, ein Mix aus Soul und R&B, sind mittlerweile in Hollywood-Filmen und Computerspielen zu hören. Mit seinem Debütalbum Village ist Jacob Banks jetzt auf großer Tour. Auch mit 4 Konzerten in Deutschland. Und auch heute Morgen bei uns im ARD-Morgenmagazin. Herzlich willkommen nochmal. Schön, dass ihr da seid. Wir hören Unknown jetzt vom aktuellen Album Jacob Banks. Tell me that it's
it's over, tell me that you mean it, this time it's true. Tell me that I'm unknown to you. Was für eine lässige Band, das muss man sagen. Jacob Banks, thank you. Thank you. Schön, dass er da war bei uns. Der erste Besuch im ARD-Morgenmagazin. Und diesen Mann werden wir wiedersehen. Jetzt der Sport mit Peter. Dankeschön.